Dzięki uprzejmości pana Wojciecha Lisa otrzymaliśmy materiał z zachodniej telewizji dotyczący wolsztyńskiej parowozowni. Das Bahnbetriebswerk in Wolsztyn, Polen, gut 100 Kilometer östlich von Frankfurt an der Oder. Das Mekka für Dampflok-Freaks feiert in diesem Jahr 90-jähriges Jubiläum. Nirgendwo in Europa gibt es noch ein Normalspurbetriebswerk, das nur Dampfloks beherbergt. Doch Wolsztyn ist kein reines Museumsbetriebswerk. Hier fahren Dampfzüge noch planmäßig und da der Arbeit der Eisenbahner zusehen. Die PKP setzt hier bewusst auf Tradition. Auch die Stadt Wolsztyn hat das Betriebswerk als Tourismusmagnet erkannt und unterstützt die Eisenbahner. Gearbeitet wird noch wie anno dazumal. Natürlich gibt es modernere Arten der Bekohlung, aber das Betriebswerk Wolsztyn hat es sich zum Ziel gesetzt, die Vergangenheit so lebendig und authentisch darzustellen. Und deswegen gehört der Kohlekran aus der Gründerzeit noch nicht zum alten Eisen. Die 4959 wurde also 1949 konstruiert und ist die 59. Lok aus dieser Serie. Ursprünglich als Hauptbahnlok konzipiert, fuhr die 1944 wurde diese 1E-Lok von Schichau-Elbing gebaut. Sie fuhr ursprünglich bei der Deutschen Reichsbahn unter der Bezeichnung 42-14-27. Seit 1945 lief sie bei der PKP als TY-43-126. Schuppen von 2 auf 8 Stände ausgebaut. Bereits seit 1941 fuhren täglich 30 Personen- und 20 Güterzüge von Wolsztyn aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nun zu Polen gehörend, arbeiteten dort 250 Eisenbahner. 1957 wurde das Depot zum Bahnbetriebswerk zweiter Klasse erhoben. In dieser Zeit kamen auch die meisten Zeiten, bietet das Museum und die unterschiedlichsten Eisenbahnautensilien. Übrigens, Führungen gibt es nicht nur in Polnisch, sondern auch auf Deutsch, mit seinem Stahlwasserbehälter. Die Füllmenge beträgt 100 Kubikmeter. BW hat man vom direkt gegenüberliegenden Wolsztyner Stellwerk. Auch das Stellwerk ist noch aus vergangenen Zeiten. Die museal anmutende Atmos 80. Dem Jahr, als in Wolsztyn die erste Strecke nach Sponjin, zu Deutsch Benschen, in Betrieb genommen wurde. Die Blockanlage ist von 1906, arbeitet heute wie damals und gewährleistet auch noch 1997 einen geordneten Bahnbetrieb. Hier sehen wir die älteste Lok in Wolsztyn, die TKI 387. Sie ist das letzte betriebsfähige Exemplar des preußischen Dampfloktyps T93. Insgesamt wurden in verschiedenen deutschen Lokfabriken 2060 Exemplare gebaut, der ehemaligen Direktion Posen. Als 91-10-41 fuhr sie dann bei der Deutschen Reichsbahn. Zusammen mit 250 Schwesterloks kam die TKI 387 nach 1945 zur PKI.